Dämmstoffe spielen eine wichtige Rolle beim Erreichen der Klimaziele. Ihr Einsatz senkt den Energieverbrauch und spart so über einen Zeitraum von mindestens 50 Jahren Heizkosten und CO2-Emissionen. Eingesetzte Rohstoffe im Kreislauf zu halten, sowie den Einsatz fossiler Rohstoffe zu senken, sind übergeordnete Ziele von BASF hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Dies gilt auch für Produkte im Baubereich von BASF wie Neopor und Styrodur. Gemeinsam mit unserem Partner Bachel ist es uns gelungen, in einem ersten Schritt regranuliertes EPS, das aus Schutzverpackung hergestellt wurde, einzusetzen als Neopor-Rohstoff. Und dieser Neopor-Rohstoff wird zu Neopor-Dämmstoffplatten verarbeitet. Beim Einsatz von Styrodur-Dämmstoffplatten auf der Baustelle fallen etwa 5% Verschnitt an, die derzeit für Bodenaufschüttungen verwendet oder in einigen Fällen verbrannt werden. Wir haben uns die Frage gestellt, wie man diese Abschnitte besser nutzen kann. Und gemeinsam mit der Firma Bachel schauen wir uns an, wie man daraus ein Regranulat herstellen kann. So entstand bei BASF die Idee der digitalen Plattform mCyclo. Mithilfe der Plattform können Sammlung und Abholung der Schnittreste auf der Baustelle effizient organisiert werden und dann zu neuen Dämmstoffen aufbereitet werden. Dies trägt zur Reduzierung von Abfällen bei und verringert den Verbrauch wertvoller fossiler Ressourcen. Der Schwerpunkt liegt hier darauf, saubere Rückschnitte zu sammeln und diese einer Regranulierung zuzuführen. mCyclo ist damit eine Idee, wie wir uns als Industrie Zugang zu recycelfähigen Rohstoffen sichern. BASF. We create chemistry.